Der Golf von Gökova. Bekannt ist die Bucht an der Südwestküste der Türkei für die Artenvielfalt unter Wasser. In einem Teil der Bucht brütet zum Beispiel der Sandbankhai, der auf der Liste der gefährdeten Arten steht. Doch das Ökosystem wankt. Eingewanderte Arten wie der Kaninchenfisch bringen es aus dem Gleichgewicht, erzählt der Meeresschützer Sava Kisilkaya. Der Kaninchenfisch bedroht keine anderen Fische, aber das Ökosystem als solches. Die Artenvielfalt geht verloren, weil sie Makroalgen fressen, in denen sonst zum Beispiel Jungfische leben oder auch Wirbellose, kleine Garnelen oder Muscheln. Shells, they're all hiding, living under this macroalgae. Ein anderes Problem in der Gökova-Bucht ist die Überfischung. Semir Bajak verdient ihr Geld allein, seit ihr Mann gestorben ist. Ihr Problem sind die größeren Fischerboote. Sie haben hier keinen Fisch übrig gelassen. Sie kommen mit großen Booten und fangen alles weg. Vor 20 Jahren habe ich 20, 30 Kilo rausgeholt. Heute bin ich froh, wenn es 2, 3 Kilo sind. In der Bucht wurden 6 Gebiete als Schutzzonen eingerichtet, die für den Fischfang gesperrt sind. Die Mediterranean Conservation Society, eine türkische Meeresschutzorganisation, kümmert sich um die Einhaltung. Unter Wasser kontrolliert Sava Kisilkaya die Bestände. Dafür zählt er in einer Schutzzone die Fische und errechnet daraus dann die sogenannte Biomasse. Sein erstes Fazit fällt positiv aus. Die Ergebnisse zeigen uns genau das, was wir angenommen haben. In diesem Gebiet ist die Biomasse mit 60 Gramm pro Quadratmeter 6-mal höher als am Anfang unserer Erhebung. Welcome on board. Mit einem besonderen Projekt will die Meeresschutzorganisation den Fischern helfen. Touristen sollen sie besuchen und beobachten können. Die Fischer können damit ein bisschen Geld verdienen, denn sie sollen an den Besucherausflügen beteiligt werden. Wenn man über alternative Einkommensquellen nachdenkt, kann man sie nicht dazu bringen, auf dem Land zu arbeiten. Die Fischer wollen auf dem Wasser sein. So können sie Geld verdienen und den Touristen ihre Fischereitraditionen im Golf von Gökova zeigen. Wenn die Fischer nicht mehr allein von ihrem Fang leben müssen, könnte am Ende auch die Artenvielfalt in der Bucht davon profitieren.